Hallo ihr Lieben, wie ihr es vielleicht schon hinter mir seht, heute geht es um das Thema Decken und das Pferd richtig eindecken. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich das ganze Thema handhabe, was ich dazu denke, welche verschiedenen Decken es gibt und welche ich euch empfehle. Das Thema Eindecken ist ein ähnliches Reizthema wie das Thema Scheren, weil auch da gibt es ganz viele verschiedene Lager. Und ein Argument, was man oft hört, ist, das Pferd braucht keine Decke. In der Natur hat das Pferd auch keine Decke an und Pferde haben ein Fell und frieren deshalb nicht. Für die Natur und für das frühere Pferd mag das sicherlich stimmen. Ich finde, ähnlich wie beim Thema Scheren, solche Extremmeinungen etwas schwierig, weil ich finde, man muss das Ganze differenzierter sehen. Das Pferd hat sich, seitdem es früher wild in der Natur gelebt hat, einfach weiterentwickelt. Pferde wurden anders gezüchtet. Auch ist die Haltung der Pferde einfach anders geworden. Die wenigsten Pferde stehen wirklich 24 Stunden draußen und können sich dementsprechend so viel bewegen, dass sie genügend Wärme entwickeln. Auch das Fell von manchen Pferderassen hat sich einfach verändert. Und auch wenn das jetzt vielleicht drastisch klingt, ich finde, man muss auch einfach sagen, die Natur hat Dinge eben auch anders geregelt, als wir uns das heute für unsere Pferde, glaube ich, wünschen. Ein Pferd, was in der Natur vielleicht alt war und dementsprechend nicht gut mit der Kälte klarkam, ein Pferd, was nicht genug Winterfell entwickelt hat, ein Pferd, was gefroren hat, was generell mit der Kälte nicht klarkam, das wäre in der Natur einfach gestorben. Hört sich extrem drastisch an, ich weiß, aber ich möchte damit sagen, dass eben Dinge in der Natur auch anders waren. Wir haben unsere Pferde domestiziert und dementsprechend glaube ich auch, dass wir manche Themen etwas liberaler handhaben sollten und nicht in solche Extremmeinungen verfallen sollten. Wann man ein Pferd eindeckt, wie man ein Pferd eindeckt, ich finde, das sollte jeder Besitzer für sich entscheiden, aber ich bin immer ein Freund davon, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Wenn Pferde im Winter geschoren werden, wie ich das mit meinen gemacht habe, dann ist Eindecken eh Pflicht, weil dann frieren Pferde definitiv. Ansonsten muss das jeder, glaube ich, so ein bisschen für sich rauskriegen. Es gibt so Standardaussagen wie Pferde lieben 5 Grad, das ist die ideale Temperatur, oder Pferde fühlen sich bis 0 Grad pudelwohl, manche sagen bis 10 Grad. Auch da gibt es wirklich unendlich viele Meinungen. Ich glaube, das ist wie bei Menschen, jeder hat ein anderes Kälteempfinden und jedes Pferd friert anders. Cantolino und Wölpchen sind beides ein bisschen Frostbeulen. Bei Wölpchen hat sich das lustigerweise, je älter sie wird, entspannt. Also sie friert heute nicht mehr so schnell wie früher. Cantolino empfinde ich wirklich als sehr, sehr empfindlich. Wenn es gefühlt für mich noch relativ warm wird, macht er schon zu im Rücken, er stellt das Fell auf, also er zeigt ganz deutliche Signale, dass er sich wärmen möchte. Und gerade weil sein Rücken aktuell nicht der allerbeste ist, ist das eine Situation, wo ich ihn dann natürlich gerne mit ein bisschen Wärme unterstütze. Aber auch das muss wirklich jeder für sich selber rausfinden. Einfach das Pferd gut beobachten und das Pferd zeigt dann eigentlich ziemlich genau, wann es friert. Man erkennt das unter anderem eben an dem hochgestellten Fell, man erkennt es auch an sehr, sehr kalten Ohren. Es gibt dann ein paar Anzeichen, die man gut lesen und deuten kann und dann muss man einfach ein Gespür entwickeln, wie viel Wärme und wie viel Unterstützung das Pferd braucht. Jetzt aber zum Thema Eindecken. Es geht heute um Winterdecken. Es geht nicht um Sachen wie Fliegendecken, Sommerdecken, sondern was nutze ich für Decken im Winter? Und da gibt es für mich 3 Kategorien, nämlich einmal das Thema Stalldecken, dann gibt es Outdoordecken und es gibt sozusagen Nutzdecken, wie ich sie immer nenne. Ich habe mein fast komplettes Deckensortiment vor 3-4 Jahren schon auf Crema-Decken umgestellt. Ganz viel Felix Bühler Decken, die habe ich so ein bisschen entdeckt. Ich habe früher auch sehr, sehr teure Decken gekauft und habe eigentlich durch Zufall diese Crema Decken entdeckt und bin seitdem wirklich restlos begeistert. Deshalb bin ich auch mega happy, dass Crema dieses Video unterstützt. Crema Reitsport hat mir ganz, ganz viele Decken geschickt, damit ich euch einfach alles zeigen kann, damit ich für alles ein Beispiel habe. 1-2 Decken davon darf ich auch behalten, da freue ich mich sehr drüber. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich eh komplett Crema ausgestattet, weil ich die Decken nicht nur schick finde und vom Look echt toll finde. Sie sind auch einfach, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, wirklich sensationell. Ihr wisst, denke ich, dass ich euch keinen Scheiß empfehle. Ich schwärme nur von Produkten, wenn es was zu schwärmen gibt und diese Decken, die sind echt fantastisch. Sie sind absolut strapazierfähig. Wölbchen hat die auf Herz und Nieren getestet, im Schlamm, im Sand, im Dreck. Und die Decken halten einfach, was sie versprechen. Sie sind von der Qualität toll und ich finde sie dafür im Preis wirklich angemessen. Es gibt ja wirklich so crazy, crazy teure Decken und ich kaufe ungern irgendeinen Kram jedes Jahr neu. Aber ich glaube auch, dass man nach 4-5 Jahren einem Pferd lieber mal eine neue Decke kauft, als jetzt eine Decke für irgendwie 400-500 Euro. Das finde ich crazy. Und wie gesagt, die Crema-Decken, die Felix-Bühler-Decken, die sind, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, wirklich absolut top. Und dass sie schön sind, das zeige ich euch gleich natürlich auch noch. Kommen wir zu den Kategorien. Es gibt Stalldecken. Stalldecken sehen meist ziemlich schick aus, sie sind sehr klassisch geschnitten.
Stalldecken sind aber nicht wasserdicht. Das heißt, das Pferd trägt sie tatsächlich in der Box im Stall, wenn es trocken ist. Ich finde Stalldecken zwar sehr hübsch, aber ich finde sie sehr unpraktisch. Gerade wenn Pferde viel rauskommen, im Stall ist es nicht immer möglich, dass dann umgedeckt wird oder noch eine Decke draufgeschmissen wird. Und deshalb finde ich Stalldecken vielleicht, wenn man mal auf einem Auswärtsturnier ist oder so, total schön, weil sie schick aussehen. Aber für den Alltag nutze ich sie nicht gerne. Deshalb lasst uns direkt über Outdoor-Decken sprechen, weil die nutze ich eigentlich zu 99%. Meine Pferde haben die immer an, weil damit können sie einfach rausgeschmissen werden, wenn sie zum Beispiel im Weide- oder im Paddock-Service sind. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob die Decke nass wird. Da kann auch mal ein Regen drauf kommen. Das heißt, die können auch im Regen mal draußen stehen auf dem Paddock. Und damit bin ich einfach wunschlos glücklich. Und das Tolle an den Krämerdecken ist, ich habe das oft gehört bei günstigeren Decken, dass die nicht dicht sind. Aber die Krämerdecken, die sind wirklich absolut wasserdicht. Wölbchen hat mit ihrer 350 Gramm Winterdecke, mit dieser blauen, die kennt ihr vielleicht von Fotos, wirklich schon im strömenden Regen draußen gestanden. Und die war darunter pudertrocken. Und ich finde, das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Aber auch bei den Outdoor-Decken gibt es wichtige Unterschiede. Ein wichtiger Unterschied ist zum Beispiel die Strapazierfähigkeit. Die Dicke des Materials und damit die Strapazierfähigkeit, die wird in Denier ausgedrückt. Ich glaube, so spricht man es aus. Ähnlich wie bei Strumpfhosen, ne? Und ich kaufe eigentlich nur Decken, die 1200 Denier haben. Glaube ich. Ich gucke das nochmal nach, sonst korrigiere ich das hier irgendwo, aber ich glaube, es sind 1200. Es gibt auch Decken mit 600 oder 800 Denier, aber die gehen eben auch leichter kaputt und deshalb kaufe ich immer am liebsten diese richtig dicken Decken vom Material her. Dann ist natürlich die Füllung entscheidend und außerdem der Schnitt. An Füllungen gibt es wirklich unfassbar viele verschiedene Decken. Also angefangen von der Regendecke, die ungefüttert ist, über eine Regendecke, wo Vlies drin ist, dann 50 Gramm, 100 Gramm, 200 Gramm, 300 Gramm, 400 Gramm, 500 Gramm. Nicht zu vernachlässigen, natürlich der Schnitt der Decke. Und das finde ich extrem spannend. Es gibt nämlich normal geschnittene Outdoor-Decken. Und dann gibt es eben inzwischen auch ganz viele Decken, die so ein High-Neck haben. Das ist nicht so ein richtiges Halsteil, sondern nur ein etwas höher geschnittener Hals. Und gerade wenn die Pferde auch im Nassen rauskommen, wenn es regnet, wenn die auch im Regen aufs Paddock kommen, finde ich diese High-Neck-Decken richtig, richtig toll, weil da das Wasser einfach nicht richtig reinlaufen kann. Der Schutz ist oben am Hals dann noch so ein bisschen mehr gegeben und deshalb mag ich diese High-Neck-Decken wirklich sehr, sehr gerne. Wenn es richtig kalt wird, gibt es dann natürlich auch Full-Neck-Decken und damit ist das Pferd quasi komplett eingepackt. Ich nutze diese Decken bislang nicht. Krämer hat mir jetzt aber eine geschickt, die ich auch behalten darf und die werde ich diesen Winter vielleicht mal testen. Eigentlich war ich da immer so ein bisschen skeptisch, weil Wölbchen zum Beispiel Halsteile auch nicht so mochte. Ich habe ihr mal eins angezogen, das fand sie nicht so toll. Aber für Kanto kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Aber natürlich ist so ein richtig dickes Halsteil vor allem dann was, wenn es richtig, richtig kalt wird. Es gibt übrigens Decken, wo das Halsteil fix dran ist. Die finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Mir ist das lieber wie bei dieser Decke, wo man das Halsteil einfach flexibel dran machen kann. Das heißt, wenn man möchte, klippt man es eben dran bzw. baut es da mit diesem Klettverschluss dran. Und wenn man es gerade nicht mehr braucht oder möchte, kann man das ganz einfach abnehmen. Generell bin ich ein großer Freund von Decken, die All-in-One sind sozusagen. Und das ist auch so ein bisschen mein Tipp, wenn ihr nicht allzu viele Decken kaufen möchtet. Klar kann man, wie ich, irgendwie von jeder Decke eine haben. Ich bin so ein kleiner Deckenjunkie, glaube ich. Ich bin ein totaler Perfektionist. Ich möchte irgendwie für jede Wetterlage das Richtige haben. Aber ich kann das total verstehen und nachvollziehen, wenn jemand sagt, okay, ich will mir keine 10 Decken dahinlegen. Und dann sind so All-in-One-Decken wirklich eine ganz tolle Lösung. Das ist im Prinzip die Außenhülle der Decke. Das ist eine ganz normale Regendecke, wie zum Beispiel die Autumn von Krämer. Und da klippt man dann ein Lining rein. Entweder ein Fließlining, 100 Gramm, 200 Gramm. Und damit hat man sozusagen schon mal 4 Decken in einer und muss nicht 4 einzelne Decken kaufen. Und, kenne ich mich auch aus, Platzprobleme hat man damit nämlich auch nicht so viel, weil man einfach nicht so viel Stauraum braucht. Bei Decken, Outdoor-Decken ist mir generell wichtig, dass die Verschnallung einfach geht, dass das Verschließen einfach geht und dass das Ganze auch bequem fürs Pferd ist. Das heißt, der Brustbereich, der muss schön gepolstert sein, vorne die Schnallen, die müssen leicht zu schließen sein. Die meisten Decken haben dann die Kreuzgurte unterm Bauch, die eigentlich immer sehr, sehr gut halten. Und hinten für unter den Schweif gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ein so ein Riemen unter den Schweif oder man macht das so um jedes Bein einzeln rum in einem Gurt. Und eigentlich mag ich das um die Beine lieber, weil ich immer finde, dass die Decken dann besser halten und weniger rutschen. Das Thema Größen ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig. Und ich erzähle euch jetzt eine lustige Anekdote. Ich habe Kanto vermessen und dachte, dass er 1,45 hat. Dementsprechend hat er letzten Winter auch ganz, ganz viele Decken vom Wölbchen getragen. Die waren teilweise schon ein bisschen Spack. Ich habe mir da geholfen und zwar mit einer Brusterweiterung. Das kann man ganz easy machen. Das ist so ein Latz. Warte, den zeige ich euch. Da ist er.
So ein Latz ist das. Und den macht man im Prinzip vorne in die Decke rein und dadurch wird der Brustbereich und der Schulterbereich einfach ein bisschen weiter. Das hat ganz gut geklappt. Aber jetzt, als Krämer mir die Decken geschickt hat, habe ich natürlich alle möglichen anprobiert und ich habe eben auch welche in 1,55 bekommen. Und ich muss zugeben, die passen Kanto ein bisschen besser. Er hat ja ziemlich viel Schulter und ziemlich viel Brust und die 155er sind zwar teilweise so ein Tick zu lang für ihn, aber insgesamt sitzen die bei ihm einfach viel, viel besser. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man manchmal so ein bisschen betriebsblind ist. Ich habe das halt ausgemessen und die saßen ganz gut und dann dachte ich, na, die passen. Aber ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Decken ausprobiert für eure Pferde, dass ihr einfach vielleicht zwei Größen mitnimmt und dann wirklich schaut, welche Decke besser, komfortabler sitzt, ohne zu groß zu sein. Weil wenn die Decke viel zu groß ist und das Pferd sich zum Beispiel hinlegt, dann kannst du auch irgendwie reintreten, sich so ein bisschen verheddern. Also zu groß sollte die Decke nicht sein. Aber wenn ihr euch unsicher seid, dann testet ruhig mal zwei Decken aus, dann passiert euch nicht das Gleiche wie mir. Decken ausprobieren ist übrigens ein gutes Stichwort, weil das ist eine Sache, wo, glaube ich, ganz oft Missverständnisse herrschen. Man kann in jedem Pferdeladen eigentlich Decken mitnehmen. Wenn ihr zu Krämer fahrt, könnt ihr ohne Probleme auch zwei Decken kaufen und dann einfach schauen, welche eurem Pferd wirklich gut passt. Oder ihr könnt zwei Modelle mitnehmen und schauen, welche besser sitzt und die andere dann einfach wieder zurückbringen. Aber tut euch selber den Gefallen und macht die Decken nicht dreckig. Es ist, glaube ich, total verständlich, dass ein Reitsportladen die Decken nicht zurücknehmen kann oder nicht ohne Diskussionen umtauscht, wenn da überall Pferdehaare drin sind. Ein einfacher Tipp, ihr nehmt einfach ein Bettlaken und das legt ihr über euer Pferd drüber oder ihr zieht eine andere ganz dünne Decke an und testet darüber die neue Decke. Die dritte Kategorie sind die Nutzdecken, wie ich sie nenne, und das sind Decken, die das Pferd nicht alleine trägt, sondern eben bei der Arbeit oder wenn es in der Führmaschine ist, also wenn es nicht im Stall und in der Box ist. Und darunter fallen eben zum Beispiel auch Führmaschinendecken oder so Decken, die man hinten über die Nieren legt zum Ausreiten. Und bei diesen Nutzdecken bin ich ein Riesenfan von Back on Track. Die Back on Track Produkte kriegt ihr übrigens auch bei Krämer. Ich verlinke euch das alles unten auch nochmal in der Infobox, damit ihr die Decken, die ich euch zeige, findet und damit ihr eben nicht lange suchen müsst. Die Back on Track Produkte nutze ich jetzt so seit circa einem Dreivierteljahr. Über den Sommer natürlich entsprechend weniger, aber jetzt, wo es wieder kalt wird, nutze ich sie wirklich regelmäßig und ich bin total begeistert. Sie haben eine ganz, ganz tolle Qualität und ich habe auch einfach das Gefühl, dass sie dem Pferd gut tun. So eine Führmaschinendecke, eine Schrittdecke finde ich total super, weil es eben keine Schubberstellen vorne hier so an der Schulter gibt. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr schon mal eingedeckt habt. Die Pferde haben oft vorne so an der Schulter, ist das hier? Ich zeige das mal hier, ihr wisst, wo ich meine, vorne an der Brust. So Schubberstellen vom Schrittgehen in der Decke, weil die einfach ein bisschen scheuert. Und da ist eine Schrittdecke natürlich die ideale Lösung, weil der Bereich einfach frei ist. Wenn eure Pferde übrigens generell zu Scheuerstellen unter der Decke neigen, dann kann ich euch diese einen Schulterschutz empfehlen. Der Kanto wird in diesem Jahr auch einen anbekommen. Das ist wie so ein hautenger Anzug, der nur vorne über Brust und Schulter geht und eben dafür sorgt, dass die Decke nicht scheuern kann, keine Haare abbrechen und keine kahlen Stellen entstehen. Eine weitere Nutzdecke ist für mich zum Beispiel die Nierendecke, die Ausreitdecke. Die nehme ich, wenn ich im Winter ausreiten gehe, das Pferd geschoren ist. Dann möchte ich einfach nicht, dass das Pferd auskühlt, wenn ich lange Schritt gehe. Die nutze ich aber tatsächlich auch, wenn es so minus 10 Grad ist und ich dann das Pferd warm reite, zum Beispiel in der Halle oder auf dem Platz. Dann habe ich diese Decke einfach die ersten 10, 15 Minuten drauf, damit das Pferd ordentlich warm wird. Und dann zur richtigen Arbeit ziehe ich die Decke eben aus. So, ganz viele Infos für euch. Falls ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viele Kommentare wie möglich zu lesen und zu beantworten. Und zum Schluss möchte ich euch jetzt noch meine Lieblingsdecke für diesen Winter zeigen und außerdem ein Gewinnspiel verkünden. Wie zeige ich euch die denn jetzt am besten? Classic Collection nennt sich das Ganze. Diese hat 200 Gramm. Ich finde die Farbe absolut sensationell. Sie hat am Rand auch so eine total süße Biese aus so kleinen Streifen. Die fühlt sich nicht nur toll an, die sieht auch einfach richtig schick aus. Außerdem finde ich sie echt innovativ, weil die Gehfalte hier aus einem anderen Material ist. Die ist nicht wie bei den meisten Decken aus dem Deckenmaterial und damit eben nicht stretchig, sondern die ist aus so einem Neopren. Ich glaube, es ist Neopren. Und ist damit super stretchy und damit kann das Pferd sich einfach noch viel, viel besser bewegen. Und das Tolle ist, auch hier vorne am Halsbereich ist nochmal
Sonneneinsatz und auch da ist sie damit super dehnfähig. Sie hat außerdem kleine Details wie innen drin überall diesen Felix-Bühler-Druck. Den kann man zwar nicht sehen, wenn er innen ist, aber ich finde es einfach schön, wenn Sachen so kleine Details haben, die einfach schön aussehen. Was ich auch noch super finde, die Decke ist oben richtig schön gepaddet im Halsbereich. Manchmal scheuern Decken da ja schnell und diese Decke ist wirklich ganz weich gepolstert und da sollte nicht scheuern. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Ich habe es euch versprochen. Viele Gewinnspiele habe ich immer nur auf Instagram gemacht, aber ihr habt euch gewünscht, dass ich sie auch auf YouTube mache und deshalb lasse ich sie einfach parallel laufen. So auch jetzt bei diesem Gewinnspiel, denn Krämer und ich verlosen eine Winterdecke an euch. Ihr könnt auch bei Instagram und hier auf YouTube mitmachen, dann habt ihr sozusagen doppelte Gewinnchance. Wenn ihr aber hier auf YouTube mitmachen möchtet, dann hier ganz kurz die Regeln. Eigentlich sind die Regeln simpel, ihr müsst nämlich nur einen Kommentar verfassen. Langsam ein bisschen dunkel. Ich habe euch, glaube ich, auch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!